Normalerweise ist die Verabschiedung einer Fregatte der deutschen Marine lediglich für die Besatzungsmitglieder und die zurückgebliebenen Familienangehörigen ein großer Tag. Dass beim Auslaufen der Fregatte Bayern aus ihrem Heimatstützpunkt Wilhelmshaven am 2. August 2021 etwas besonders war, erkennt man schnell an der großen Anzahl von Medienvertretern, die über dieses Ereignis berichten. Selbst Kollegen aus dem fernen Japan waren zugegen. Neben weiteren Vertretern aus der Politik verabschiedete die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Besatzung des Schiffes persönlich. Warum ihr dies so wichtig war, erklärt sie so. Ein besonderer Tag für Sie, ein besonderer Tag für uns alle. Zum ersten Mal seit rund 20 Jahren wird wieder eine Fregatte der Bundeswehr im Indopazifik kreuzen. Die Botschaft ist klar. Wir zeigen für unsere Werte und Interessen Flagge, gemeinsam mit unseren Partnern und Verbündeten. Das ist wichtig, denn für unsere Partner im Indopazifik ist es Realität, dass die Freiheit der Meere eingeschränkt wird und Seewege nicht mehr offen und sicher sind. Sie erleben, wie versucht wird, Gebietsansprüche nach dem Recht des Stärkeren durchzusetzen. Und auch die Bedrohung durch nordkoreanische Atomwaffen ist nicht nur für Korea und Japan eine ganz reale. Etwa ein halbes Jahr, von August 2021 bis Februar 2022, wird die Fregatte Bayern im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs sein. Dieser Einsatz ist Teil einer Leitlinie, welche die Bundesregierung bereits im September 2020 beschlossen und veröffentlicht hat. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Was die ca. 230 Besatzungsmitglieder bis zum Eintreffen im Operationsgebiet erwartet, erläutert uns der Leiter der Pressestelle in Wilhelmshaven so. Das geht vom ganz kleinen sogenannten Postbeutelmanöver, wo man zwischen den beiden Schiffen eine straffe Leine spannt, wo man dann kleine Beutel mit Nachrichten austauschen kann. Im Prinzip eine Sache aus alter Zeit, wird heute wenig genutzt, aber zumindest praktiziert. Man kann dann auch mit entsprechend stärkeren Trossen wirklich Gitterbox-Paletten austauschen und ansonsten Flottenballett, wo man also Formationsfahrten macht, bis hin zu irgendwelchen Übungen, wo simuliert oder vielleicht sogar tatsächlich U-Boot-Jagd zum Beispiel betrieben wird. Passend dazu gab das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr am 30.07.2021 die Unterzeichnung der ersten Verträge zur Modernisierung der taktischen Radar- und Feuerleitanlagen der Fregatten der Brandenburg-Klasse, zu der ja auch die Fregatte Bayern gehört, bekannt. Zwischen 2024 und 2027 sollen die taktischen 3D- und 2D-Radarsucheanlagen ersetzt werden. Für den musikalischen Rahmen sorgte dieses Mal das Marinemusikkorps Kiel, die ihre Kameradinnen und Kameraden aus Wilhelmshaven aufgrund deren Urlaub vertraten. Bleibt zum Schluss noch der Crew des Schiffes eine gute Reise zu wünschen und natürlich allzeit Soldatenglück und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und vor allen Dingen kehren Sie gesund wieder zurück zu uns und zu Ihrem Leben.